ich bin Vito, ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Magdeburg und arbeite hier als Tätowierer. In der Tattoo-Oase, die seiner Mutter gehört, darf er täglich seine Leidenschaft ausleben. Das Verschönern menschlicher Körper mit stilvollen Motiven, die vom Porträt bis Watercolor reichen. Doch wie entstand der Wunsch, irgendwann einmal diesen Weg einzuschlagen? Gezeichnet hat er schon immer, in der Schule, selbst in der Grundschule. Der Schuppen, wo die ganzen Spielzeuge drin standen, der wurde von Vito permanent umgebaut zum Tätowierstudio. Und für uns war fast klar, dass es irgendwann in diese Richtung geht. Sein Stil kann er nicht konkret definieren, jedoch holt er sich Inspiration vom amerikanischen Tattoo-Künstler Derek Hess. Sein Job macht ihm mehr als Spaß. Auch prominente Namen wie zum Beispiel Annemarie Eilfeld vertrauen Vitos Arbeit. Ich kann jeden Tag neue Leute kennenlernen. Ich kann mich kreativ komplett ausleben und jeden Tag so mein eigenes Ding machen eigentlich. Ja. Schon schön. Er kann gezeichnete Sachen und Ideen der Kunden so schnell und so kreativ umsetzen, dass wir manchmal da sitzen und sagen, boah, wo hat er das jetzt her? Mit seinem Talent hat er es sogar schon zu internationaler Aufmerksamkeit gebracht. Dadurch erhielt er eine Einladung zum exklusiven Art Gathering auf der Queen Mary in Kalifornien. Es ist meine erste große Convention, auf der ich selber tätowiere. Und da werden einige Größen der Tattoo-Szene natürlich vorhanden sein. Und es ist für mich eine riesen Ehre, dort teilnehmen zu können. Wenn er aus Amerika zurück ist, möchte er sich wieder mehr einer anderen Leidenschaft widmen, der Schauspielerei. Wegen diesem Hobby ist sein Körper auch frei von Tattoos. Er hat schon verschiedene Rollen gespielt. Diese verteilen sich über Werbespots, also ich sehe auch Herausforderungen. Serien, wenn ich irgendwer blöde anlabe, dann brauchst du einfach nur... bis hin zum internationalen Film. Auch als Model ist er schon über Laufstege gelaufen. Sein letztes Projekt ist allerdings schon 3 Jahre her. Die Rollen bleiben zurzeit aus. Seine Schwester, Lotte Hanne, ist ebenfalls im Schauspielgeschäft tätig und viel erfolgreicher als ihr großer Bruder. Doch warum bleiben die Rollen aus? Leute fragen an und suchen sich ihre Typen raus und sobald dein Ohrläppchen zu lang ist, ja gut, dann haben sie eben 5 andere, die das Ohrläppchen eben haben. Ja. Etwas besser steht es um seinen besten Freund, Philipp Wiegratz, ebenfalls Schauspieler. Einen Konkurrenzkampf hat es allerdings nie gegeben, denn privat ergänzen sich beide. Ja, sehr motivierend. Also, wenn man mal wirklich eher so eine Downphase hat. Obwohl der Tattoo-Künstler nicht viel Freizeit hat, gibt es doch ein paar Dinge, die er dann unternimmt. Wir wollen beide rausgehen, wir sind beide so, wir wollen nach außen, wir wollen unter Leute kommen, wir wollen was unternehmen. Wenn ich denn Freizeit habe, dann setze ich mich vor den Rechner und mache Musik oder ich setze mich ins Auto und fahre durch die Gegend. Das sind 2 große Leidenschaften. Ja. Zu seinem Freundeskreis zählen einige bekannte Gesichter, zu denen auch das des Drittligisten Nils Butzen vom 1. FC Magdeburg gehört. Da bleibt es schon mal nicht aus, dass man seine Gutmütigkeit ausgenutzt hat, um an seine Kontakte zu kommen. Solche Erfahrungen, die macht jeder im Leben. Ich habe es jetzt schon 2-mal ganz dicke erlebt. Und ja, umso vorsichtiger wird man natürlich, das ist klar. Also absolut, das kommt vor. Doch von diesen Leuten lässt er sich nicht den Spaß verderben. So kam es auch Anfang 2015 vor, dass er mit einem Kamerateam mitten in der Nacht bei seinem besten Freund in der Wohnung stand und ihm eine Auszeichnung verlieh. Erst habe ich gedacht, das sind Einbrecher. Also ich habe wirklich Angst gehabt, bis ich gehört habe, dass es ein Schlüssel ist, der aufgeschlossen hat. Und da dachte ich mir, okay, gut, es gibt nur eine Person, die einen Zweitschlüssel hat. Vito. Vito hatte meinen Zweitschlüssel. Von daher war mir klar, dass er das war. Was jetzt aber los war, wusste ich nicht. Als mir dann irgendwie Konfetti ins Gesicht geworfen wurde, dann gut. Aber dass ich dann sogar ausgezeichnet werde und dann noch als hässlichster Mensch. Stark, ja. Vito ist einfach ein Multitalent, egal ob vor oder hinter der Kamera. Und egal ob diese an- oder ausgeschaltet ist. Für die Zukunft stehen die Sterne im Geschäft sowie privat ziemlich gut. Natürlich, dass all seine Wünsche in Erfüllung gehen. Dass alles das, was er angeschubst und angefangen hat bisher in seinem Leben, sich auch für ihn trägt. Ja, und dass er das Auto fahren kann, was er sich immer wünscht. Ja, da kann man eigentlich nicht haben, Freunde und Erfolg. Ja. Ich werde noch viel, viel machen in meinem Leben. Ich will alles rausholen, was eben geht. Möchte natürlich später meinen Turbo S fahren. Die Chancen stehen gut, dass er eines Tages sein Traumauto fahren wird.